Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 1.2, zeitbasierte Medien der Web Content Accessibility Guidelines, abgekürzt WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das Prinzip 1 von WCAG heißt wahrnehmbar und die zweite Richtlinie dazu ist die Richtlinie 1.2 mit dem Titel Zeitbasierte Medien. Stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung. Zeitbasierte Medien im Web sind vor allem Videos, aber auch Audioclips gehören dazu. Das Erfolgskriterium 1.2.1 bezieht sich jetzt auf reine Audio- und Videoinhalte. Reine Audioinhalte sind Audioclips, reine Videoinhalte sind Stummfilme oder Videos, die nur unbedeutende Hintergrundmusik beinhalten und deren Audiospur keine sprachlichen Informationen beinhalten. Dieses Erfolgskriterium bezieht sich nur auf aufgezeichnete Audioclips und Videos, also solche, die zuvor aufgenommen wurden, gespeichert wurden und dann vom Benutzer abgerufen werden können, im Gegensatz zu Live-Video-Streaming. Hier gibt es jetzt eine Unterscheidung. Für aufgezeichnete reine Audioinhalte, also Audioclips, gilt, es wird eine Alternative, könnt ihr auch sagen, ein Transkript für zeitbasierte Medien bereitgestellt, die äquivalente Informationen für aufgezeichneten reinen Audioinhalt bietet. Ich zeige dazu gleich noch ein Beispiel. Und für aufgezeichnete reine Videoinhalte gilt, es wird entweder eine Alternative, also ein Transkript für zeitbasierte Medien, oder eine Audiospur, also dieses Video wird in Hörfassung beschrieben, zur Verfügung gestellt, die äquivalente Informationen für aufgezeichneten reinen Videoinhalt bietet. Also jetzt zunächst mal, wie mache ich das für Audioclips? Und das ist jetzt Level A, also einfach A, das heißt die wichtigste Stufe. Wenn ich einen Audioclip habe, dann gebe ich den an mit diesem Audio-Tag. Und jetzt habe ich zwei Formate zur Auswahl, MPEG oder ORG. Und als Fallback die Meldung, Ihr Browser unterstützt das Audio-Element nicht. Dazu muss ich jetzt ein Transkript nach diesem Erfolgskriterium hinzufügen, das eben als Alternative dient, wenn jemand diesen Audioclip nicht hören kann. Und Transkript ist dann in Textform eine HTML-Datei, auf die ich hiermit verlinke und die heißt Audio Transcript und ich beschreibe das als Link Transkript der Rede, sodass ich jeder auch die Rede als Transkript lesen kann. Wenn ich dagegen einen Stummfilm habe oder ein Video mit bedeutungsloser Hintergrundmusik, dann muss ich entweder ein Transkript zur Verfügung stellen oder dieses Video in Audioformat, also als Hörfassung liefern. Ein Beispiel habe ich Ihnen hier gegeben. Hier heißt es, dieses Video zeigt, wie Sie den Schrank aufbauen sollten. Also es geht darum, ich habe einen Schrank gekauft als Bausatz und ich möchte mir jetzt ein Video anschauen, in dem geschildert wird, im möglichen Zeitraffer, wie dieser Schrank aufgebaut werden soll. Und jetzt muss ich als Alternative entweder ein Transkript geben, das werde ich als Link auf eine HTML-Datei zur Verfügung stellen, sodass sich die Leute das herunterladen können, lesen können, auch ausdrucken können. Oder alternativ in Audioformat, sodass ich als ein Sprecher schildere, wie der Schrank nach und nach aufgebaut werden muss in diesem Audio-Tag. Das Transkript hat eben den Vorteil, dass ich es auch ausdrucken kann und dass man sich das in eigenem Tempo in Ruhe durchlesen können. Jetzt kommen wir zu den Erfolgskriterien 1.2.2 und 1.2.4. Ich habe das zusammengefasst.
1.2.2 bezieht sich auf aufgezeichnete Inhalte und 1.2.4 auf Live-Inhalte, also auf Streaming. Aber wenn wir sowieso Doppel-A, dem Level Doppel-A genügen wollen, dann können wir das zusammenfassen. Zum einen heißt es in 1.2.2, Untertitel werden für alle aufgezeichneten Audioinhalte, also solche, die zuvor aufgezeichnet werden und dann heruntergeladen werden, in synchronisierten Medien bereitgestellt. Und dann gibt es die Ausnahme für den Fall, dass man dass das Video schon eine Alternative für einen Text ist. Und 1.2.4 besagt, dass eben das Gleiche auch für Live-Audio-Inhalte gilt. Und Untertitel ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Es geht jetzt darum, dass man nicht nur das Gesprochene als Untertitel, als Textform schreibt, sondern auch Geräusche, die wichtig sind, die man sonst nicht hört, oder auch Sprecheridentifikation, wenn sich ein Sprecher außerhalb des Bildschirms befindet oder mit dem Rücken zur Kamera spricht, sodass man nicht erkennen kann, wer hier spricht. Also es geht darum, dass Menschen, die zwar sehen, aber nicht oder schlecht hören, dass die eben all das, was über das Audio vermittelt wird, auch mitbekommen in Textform und zwar synchronisiert zeitgleich mit dem Videoinhalt. Wir kennen das von YouTube. Man kann hier eben, wenn man auf dieses Icon drückt, Closed Captions, dann erscheinen hier überblendet die Untertitel und man kann sie auch entsprechend gestalten. Man kann den Hintergrund wählen, die Farbe, auch die Größe wählen. Das ist also sehr komfortabel. Das sind dann sogenannte geschlossene Untertitel, weil man sie eben wegschließen, wegklappen kann und nur für die Menschen, die das haben wollen, wird es dann aktiviert und man kann sie eben auch entsprechend größer, kleiner machen und gestalten. Das andere sind offene Untertitel, wenn ich das direkt reinbrenne in das Video. Das ist aber normalerweise nicht zu empfehlen, es sei denn, ich habe keinen Player, der das abspielen kann, der geschlossene Untertitel abspielen kann. Der Vorteil auch hier ist für alle Personen, dass ich jetzt über diese Textspur, diese Untertitel navigieren kann. Und jetzt bezeichnet YouTube das als Transkript, dass ich eben diese Texte als Untertitel alle auf einmal sehe. Ich kann scrollen und kann draufklicken, um an eine bestimmte Stelle zu springen. Also sehr praktisch eigentlich für alle Benutzer. Und ich zeige jetzt noch, wie das bei einem Open Source Player geht, also nicht bei YouTube, sondern bei einem anderen Player, den Sie auch in Ihre Webseite einbinden können. Der heißt Able Player und der kann eben auch Untertitel darstellen und der benutzt das Format, wie es in HTML5 üblich ist, über Video, das Videoelement und dann natürlich die Sourcen und dann gibt es dieses Element Track und da muss ich als Attribut schreiben Kind gleich Captions. Und auch noch ein Label dazu vergeben. Und wenn der Benutzer jetzt sich Untertitel anwählt über den Player, dann wird eben dieses Label gezeigt für diese Untertitelspur. Und das ist dann dieser Button, der hier mit CC bezeichnet ist. So kann ich das einbinden. Wir werden gleich noch etwas vom Able Player sehen, nämlich wenn es um Audiodeskription geht. Das ist das Erfolgskriterium 1.2.3 und auch 1.2.5 wieder zusammengefasst. Das erste ist einfach A, das zweite ist Doppel-A und wenn ich Doppel-A genügen möchte, dann muss ich mich eigentlich an 1.2.5 richten, weil das die weitergehende Forderung ist. 1.2.3 verlangt eine Alternative für zeitbasierte Medien, also ein Transkript oder eine Audiodeskription. Das heißt, das ist ein zusätzliches Audio oder eine Tonspur,
die jetzt die Handlung beschreibt, die im Video passiert. Also für Menschen, die sehbehindert oder blind sind, sodass sie eben, wenn sie das Video nicht sehen und nur die Audiospur hören, dass es noch Zusatzinformationen über Audio gibt, was sich gerade abspielt auf dem Video. Und das muss synchronisiert sein, das heißt, es muss eben reinpassen, das wird dann in die Pausen gesprochen, wenn gerade im Film kein Dialog oder nichts gesprochen wird. Das führt natürlich dazu, dass ich oft sehr gedrängt Informationen wiedergeben muss, weil die Pausen relativ kurz sind. Es gibt dann noch eine Möglichkeit, eine erweiterte Audiodeskription zu machen. Das heißt, da wird dann der Film angehalten, um genügend Zeit zu haben, die Handlung und die Situation zu beschreiben. Aber das wird nur bei dreifach A verlangt, das machen wir hier nicht. Also hier bei einfach A gibt es noch die Wahl zwischen Transkript und Audiodeskription. Bei Doppel A mit im Kriterium 1.2.5 wird auf jeden Fall eine Audiodeskription verlangt, weil das synchron ist. Das ist also die höherwertigere Beschreibung eigentlich. Und das wird eben verlangt, damit auch Blinde und Sehbehinderte gleichzeitig mit anderen sehenden Menschen sich ein Video anhören können. Dieses Transkript, das hier in 1.2.3 verlangt wird, wäre dann so eine Art Drehbuch, das sowohl die Informationen des Audiokanals als auch die Informationen des Videos enthält. Und man könnte jetzt so sagen, ich nehme mal an, wir haben ein Theaterstück und das wird hier über Video wiedergegeben, das natürlich eine Tonspur hat. Und jetzt könnte ich sagen, ich habe hier so eine Art Drehbuch, ein Transkript des Theaterstücks und das kann man sich hier anschauen und natürlich auch lesen und ausdrucken, ohne dass man jetzt dem zeitlichen Verlauf des Videos folgen muss. Wie gesagt, das ist aber eine Alternative nur, wenn man einfach A genügen möchte. Wenn man Doppel A genügen möchte, wie das normalerweise der Fall ist, dann muss man auf jeden Fall eine Audiodeskription machen. Und das wird technisch so gemacht, dass man entweder ein zweites Video anfertigt oder eine zweite Audiospur innerhalb eines Videos. Das ist bei DVDs möglich, es ist auch bei Webformaten möglich wie MPEG-4, aber wird von den meisten Playern nicht unterstützt. Deswegen ist es momentan empfehlenswert, es als zweites Video zur Verfügung zu stellen. Der Apple Player hier wieder, der kann das eben auch anbieten als Open Source Player. Und jetzt gibt es die Möglichkeit hier dieses D-Symbol zu drücken, das steht für Description oder Audiodeskription. Und dann sehen Sie, hören Sie Informationen, die man eben sieht. Das heißt, es wird Ihnen geschildert, was auf dem Video gerade zu sehen ist, in den Sprechpausen des Videos. Es gibt inzwischen eine neuere Form, Audiodeskription zu hinterlegen, nämlich als zusätzliche Textspur, die im WebVTT-Format. Und das ist ganz praktisch, weil jetzt nämlich wird beim Abspielen werden die Informationen durch einen Sprachsynthesizer wiedergegeben, also Sprachausgabe. Und man kann jetzt die Sprechgeschwindigkeit beliebig variieren, sodass es eben auch reinpasst in die Pausen. Oder auch anhalten. Es hat eine ganze Reihe von Vorteilen, unter anderem auch, dass man jetzt zusätzlich zum Hören eben auch noch diese Beschreibung des Videos sehen kann. Das ist dann sinnvoll, wenn ich zum Beispiel ein Braillegerät, eine Braillezeile angeschlossen habe und das jetzt eben gleichzeitig auch ertasten kann, diese Information, oder für taubblinde Benutzer. Und das geht dann so, dass ich hier wieder ein Videoelement habe in HTML und dann habe ich jetzt neben diesem Track für die Captions, für die Untertitel, noch einen Track, da steht dann Kind gleich Descriptions und da hinterlege ich dann eine weitere VTT-Datei, die dann zum Beispiel so aussieht.
mit Zeitstempel und hier ein Beispiel. A blue circle has pairs of arching pairs inside. Also das wird dann gesprochen zur Laufzeit über eine Sprachausgabe in diesem Zeitraum, der hier angegeben ist. Dazu brauche ich natürlich einen Player, der das kann, aber der Able Player kann das. Wie gesagt, der ist Open Source. Wenn ich jetzt vom Web weggehe, zum Beispiel in ein Kino, dann gibt es da inzwischen interessante technische Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass ich mir im Kino Untertitel über mein Smartphone anzeigen lasse oder auch Audiodeskription über das Smartphone, über Kopfhörer mir einfügen lasse. Für mich persönlich, weil die anderen wollen es ja nicht hören. Diese Kreta-App ist richtig gut. Und zwar synchronisiert die sich mit dem Film über die Audioausgabe des Films. Also das Mikrofon fühlt sozusagen, wo man sich gerade im Film befindet und macht dann entsprechend die Anzeigen für die Untertitel oder fügt dann die Audiodeskriptionen ein über Audio. Ich habe Ihnen noch eine Tabelle gemacht, die jetzt diese ganzen Richtlinien zusammenfasst. Das muss ich ein bisschen erklären. Also zunächst mal geht es hier um die Art der Inhalte. Hier nur Audioinhalt, also Audioclips, die aufgezeichnet sind. Nur Videoinhalte, also Stummfilme, die aufgezeichnet sind. Und dann Video plus Audio, also das ganz normale Video mit Tonspur, das aufgezeichnet ist. Und dann wiederholt sich alles nochmal für Live-Inhalte. Und jetzt kann ich verschiedene Maßnahmen treffen, der Barrierefreiheit alternative Angebote bieten. Einmal ein Transkript oder eine Hörversion eines Videos oder eine Übersetzung in Text. Das nennt sich dann entweder Untertitel oder Schriftdolmetscher. Wenn ich es live habe, ist es Schriftdolmetscher. Wenn es aufgezeichnet ist, dann sind es Untertitel. Gebärdensprache. Und das sind dann Dinge, die beziehen sich nur, wenn ich dreifach A-konform sein möchte. Oder Audiodeskription oder erweiterte Audiodeskription, dass ich eben das Video anhalte, um mehr Zeit zu haben, um den Videoinhalt zu beschreiben. Oder dann eben noch eine Version ohne Hintergrundmusik zu erzeugen für Audioinhalte. Und Sie sehen jetzt immer, in den entsprechenden Tabellenzellen, da steht jetzt das Kriterium, das die entsprechende Vorschrift macht dafür, wo eine Tabellenzelle grau ist, da macht es keinen Sinn, zum Beispiel es macht keinen Sinn, eine Hörversion zu machen für einen Audioclip. Also können Sie sich in Ruhe durchschauen, was hier verlangt wird. Sie müssen im Prinzip schauen, wenn ich einfach A-konform sein möchte, dann muss ich das hier einhalten. Hier habe ich die Wahl, deswegen ist grau, zwischen Transkript und Hörversion. Und hier bei Video und Audio aufgezeichnet, da habe ich das deswegen grau gemacht, weil wenn ich einfach A bin, dann habe ich die Wahl, nämlich zwischen Transkript und Audiodeskription, aber wenn ich Doppel-A-konform sein möchte, dann muss ich sowieso die Audiodeskription verwenden, sodass ich dann eigentlich auf das Transkript verzichten kann. Ich kann es trotzdem machen, es ist vorteilhaft, aber es ist nicht erforderlich. Das war Richtlinie 1.2, zeitbasierte Medien aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den anderen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.